Hallo und damit ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Vlog. Heute geht's nochmal zum Geisbockheim, denn ja, wir schauen uns nochmal das Training an vom 1. FC Köln, nachdem wir gegen Düsseldorf ein 2:2 gespielt haben und jetzt auch kommenden Sonntag im Rhein-Energie-Stadion gegen den Karlsruher SC ran müssen, die auch nicht viel einfacher sind. Deswegen bin ich gespannt, was Gerhard Struber trainieren lässt, ob es auch an die Abschlüsse rangeht, ob man da auch fleißig trainiert oder ob man da auch eher Sparflamme macht. Ich hoffe sehr, dass man da ein bisschen trainiert, denn wir haben die letzten Spiele gesehen und es wäre definitiv notwendig, wenn wir heute einige Abschlüsse sehen, die am besten auch ins Tor gehen. Ich nehme euch mit nach Köln und wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Ich sag mal, let's go. So Leute, ihr seht, ich sitze im Auto und jetzt geht's nach Köln. Wir haben gut 9 Uhr, um 10:30 startet das Training beim 1. FC Köln. Und da fahren wir jetzt auch gemeinsam hin und ja, ich sag mal, wir sehen uns dann, wenn wir in Köln sind. Bis gleich. Herzlich willkommen in der schönsten Stadt Deutschlands. Ihr seht, ich habe mir mal noch eine Jacke mit eingepackt, denn es ist ganz schön frisch hier in Köln am Geisbockheim. Oder zumindest stand jetzt noch im Wald, aber gleich natürlich am Geisbockheim. Denn wir stehen ja auch heute eher nur. Ne? Also es ist jetzt nicht so wie im Stadion, dass man da mitsingt oder irgendwie auch noch mithüpft oder wie auch immer. Sondern man sitzt halt oder man steht vielmehr die ganze Zeit und deswegen ja, habe ich mich hier ein bisschen wärmer angezogen. Natürlich in den passenden Vereinsfarben. Und da sehen wir auch schon das Schild Geisbockheim. Also wir sind hier goldrichtig. Und jetzt geht's rüber. Was natürlich auch noch interessant zu sehen sein wird, ist heute, ja, Damien Downs. Ist er dabei? Ist er nicht dabei? Ich habe noch nichts gehört. Tim Lemperle, auch er musste ja angeschlagen runter. Genauso wie Lead Paccarada. Da bin ich gespannt, ob die drei heute auch wieder beim Training schon wieder dabei sind. Oder ob man da eben auch noch die Vorsichtsmaßnahme trifft. Ja, Max Winkräfe, gut, der wird natürlich auch gegen Karlsruhe, gehe ich von aus, spielen. Denn, wie gesagt, jetzt gegen Düsseldorf hat es mich schon ein bisschen überrascht, dass man ihn nicht rangelassen hat. Denn laut allen Aussagen war es ja so, dass er fit war. Also habe ich eigentlich schon damit gerechnet, dass er dann auch zumindest als Joker reinkommt. Das ist ja nicht der Fall gewesen. Deswegen auch bei ihm natürlich nochmal ein genaues Auge drauf werfen, wie weit ist er wirklich. Und das sehen wir gleich. Also bis gleich am Geisbockheim. So, natürlich gehen wir wieder auf unseren beliebten Platz, nämlich da hinten hin. Und die Spieler sind auch noch nicht auf dem Platz. Also sie kommen nachher auch dann raus. Und von daher sind wir wieder absolut pünktlich hier am Geisbockheim angekommen. Also von daher bin ich sehr gespannt. Es wird auf jeden Fall, ja, Vorbereitungen werden schon getroffen. Die Tore sind schon draußen. Da sind auch schon so Stangen, sag ich mal, um eben Dribblings zu üben. Also von daher kann es jetzt gleich auch losgehen. So, ich laufe hier ein bisschen schon mal rum. Und die ersten Spieler sind auch schon da. In dem Fall, ja, Florian Tietz ist da. Dann haben wir den Florian Kainz ist da. Und Sagesa Damian ist ebenfalls noch mit dabei. Genau, und nachher kommen natürlich noch die nächsten Spieler oder die weiteren Spieler. Also, ihr habt es gesehen, auch ein paar FC-Fans wieder mit dabei. Natürlich merkt man, dass die Ferien nicht sind und so. Also, das merkt man schon. Da ist sonst hier ein größerer Ansturm von Fans. Spielermäßig, ganz interessant, Dejan Lubicic, der war ja noch kränklich bei Fortuna Düsseldorf oder gegen Fortuna Düsseldorf, ist jetzt auch wieder mit dabei. Und was mich sehr gefreut hat, Damien Downs, Tim Lemperle, Lead Paccarada, alle sind mit dabei. Also von daher, Gott sei Dank nichts Schlimmes. Also können wir mit voller Energie gegen den KSC starten, sobald sich natürlich heute und auch die nächsten Tage nichts passiert. Aber wie gesagt, Stand jetzt gehen wir mit voller Kraft zum KSC oder eher gesagt, können wir das Heimspiel so angehen, was auch sehr, sehr wichtig ist. Einfach weiter durchziehen, auf jetzt auf der Mitte, die Truppe, die bei mir in der Mitte ist, kriegt übrigens die Aufgabe von mir dazu. Aber jetzt freue ich mich richtig, dass ich
der Sonntag sind wir nämlich auch alle da. So, ihr habt es gesehen, im Hintergrund wird fleißig den Ball schnell an den Mann bringen geübt. Das heißt natürlich schnelle Passstraffetten, gerade wenn man dann läuft und dann eben, dass die Pässe halt auch ankommen. Das war ja auch hier und da mal ein bisschen problematisch. Mittlerweile hat sich das aber auch gebessert. Und auch hier sieht das schon ganz gut aus. Die Pässe kommen an, die Pässe, die man auch stoppt, kommen an. Also von daher, die springen auch nicht weit weg vom Fuß. Das ist sehr gut und von daher, ja, das sitzt schon mal. So, also jetzt wird gerade eine Pressübung wieder gezeigt. In dem Fall soll man eben unter Druck Lösungen finden und erst das große Tor treffen und dann darf man erst das kleine Tor treffen. Das heißt, wenn man natürlich erst das kleine Tor trifft, dann kriegt der Gegner den Ball und darf erneut pressen. Und das ist jetzt gerade die Übung, die hier gemacht wird. Der Trainer ist auch lautstark zu hören, also ja, wird schon ernst genommen, die ganze Angelegenheit hier. Und das ist sehr gut zu sehen, auch öfters, wenn manche Spieler ein bisschen so lullihaft waren, dann wurde auch ganz klar gesagt, hier ein bisschen mehr Tempo, ein bisschen schneller. Also das ist schon hier sehr anspruchsvolles Training. Sehr schön. So, mittlerweile sind auch mehr Zuschauer noch gekommen und jetzt wird sozusagen immer noch auf Kleinfeld, aber ein Spiel stattfinden und da werde ich euch natürlich auch jetzt ein paar Eindrücke noch zeigen. Also von daher seht ihr gleich auch die Eindrücke vom Spiel und ich hoffe, dass wir jetzt auch auf große Tore dann am Ende die Tore erzielen. Oh, geht doch. Hallo. Ja, Leute, das war's vom Training heute am Geisbockheim. Es war eine sehr gute Einheit. Also man hat auch wieder diese spielerische Überlegenheit hat man auch wieder beim Training gesehen. Die Pässe kommen deutlich besser an. Auch die Schüsse haben sich verbessert, wie ich fand. Also auch das war wirklich, es war ein gutes Training. Also ich kann nicht wenig oder Schlechtes, sage ich mal, sagen. Was ich gut fand, Florian Kainz, sehr überraschend, die ganze Trainingseinheit durchgemacht. Dejan Lubicic hat dann zwischenzeitlich ist er dann wieder reingegangen. Ich denke mal, es hat einfach auch was damit zu tun gehabt, dass er eben ja auch krank war jetzt die letzten Wochen, ne? Dass er deswegen noch nicht so bei 100% ist und dass er jetzt auch noch nicht zu viel machen wollte, dass er nicht nachher dann wieder einen Rückschlag hat. Aber wie gesagt, Marc Uth und auch Luca Kilian sind beide noch individuell am Trainieren. Aber auch da sieht es schon ganz gut aus. Bei Marc Uth, wie gesagt, da gebe ich keine Prognose ab, weil das ist einfach zu gefährlich. Da verbrennt man sich am Ende nur. Nein, aber wie gesagt, das sieht auch schon ganz gut aus. Und was mich auch gefreut hat, ist natürlich, dass Downs, Lämperle, Leerpackerada alle wieder mit dabei sind, die ja auch
gegen Düsseldorf so ein bisschen angeschlagen waren. Also von daher gehen wir da mit voller Kraft ins Heimspiel rein gegen den Karlsruher SC. Und das brauchen wir auch, denn der Karlsruher SC ist auch ganz, ganz schwer zu bespielen. Das muss man ganz klar sagen. Spielerisch würde ich sogar noch sagen, dass sie einen Ticken besser sind als Fortuna Düsseldorf. Aber wir haben ein Heimspiel und deswegen müssen wir dieses Spiel natürlich gewinnen, um natürlich auch vorne oder tabellenmäßig nicht den Anschluss komplett nach oben zu verlieren. Also das wäre schon enorm wichtig, wenn wir da die 3 Punkte mitnehmen würden. Ja, ich hoffe, euch hat der Vlog auch gefallen hier am Geißbockheim. Wenn ja, dann lasst es mich gerne wissen mit einem Daumen nach oben. Und wenn ihr kein weiteres Video oder Livestream oder auch vlogmäßig mehr verpassen möchtet, dann abonniert gerne diesen Kanal. Würde mich sehr, sehr freuen. Ich verabschiede mich jetzt hier aus dem Grüngürtel, aus dem Geißbockheim. Bis dahin, macht's gut, euer Niklas und ciao.